Aber wenn er nicht Onkel Fester ist, wer ist er dann? Jemand anderes. Es muss richtig schön warm werden. Warum? Damit ich dich töten kann. War mir klar. Kinder, was macht ihr hier? Ich töte ihn mit einem Stromschlag. Jetzt nicht. Wir müssen auf die Wohltätigkeitsauktion. Aber Mutter... Ich sagte nein. Och, bitte. Na gut, von mir aus. Ist das aus frischen Zitronen gemacht? Ja. Ich verzehre nur natürliche Nahrungsmittel. Sie müssen den biologisch-dynamischen Anforderungen entsprechen. Seid ihr sicher, dass es frische Zitronen sind? Ja. Na gut, ich mache euch einen Vorschlag. Ich kaufe euch ein Glas ab, wenn ihr meine Pfadfinderinnen-Kekse kauft. Die sind sehr lecker. Na, sind wir im Geschäft? Sind die aus frischen Pfadfinderinnen gemacht? Du Heuchler, du Schurke, dir wird das Lachen noch vergehen. Oh, du Schurke, ich werde versuchen, deinen Kopf zu spalten. Meine Rache wird blutig sein. Ein Stoß! Ein mehr als schicksalsträchtiger Stoß! Oh, stolzer Tod! Welch großes Fest erwartet dich in der Ewigkeit! Oh, du mein süßes Vergessen! Öffne deine Arme! Storch erzählt und der Storch ist vom Himmel herabgeflogen und hat einen Diamanten unter ein Blatt im Kohlfeld gelegt und der Diamant verwandelte sich in ein Baby. Unsere Eltern werden auch ein Baby bekommen. Sie hatten Sex. Paxley, das Baby wiegt 10 Pfund, die Kanonenkugel wiegt 20 Pfund. Was also trifft zuerst auf die gepflasterte Auffahrt auf? Ich bin erst bei der Bruchrechnung. Und was denkst du? Die Kanonenkugel? Wirklich gut. Aber was glaubst du prallt zurück? Das Baby? Es gibt nur eine Möglichkeit, es herauszukriegen. Fertig? Eins, zwei, drei! Was für ein herrlicher Abend das ist. Regnet es? Cara mia! Oh, Schatz! Tod! Tod allen Feinden der Bürger dieser Republik! Hurra! Die Gerechtigkeit nahm ihren Lauf. Bring herbei nun den Verräter! Frankreich verraten. Du bist des Satans Inkarnation. Bekennst du dich schuldig? Schuldig! Schuldig. Und zwar nach eigenem Bekenntnis. Das Urteil lautet Tod durch Enthauptung. Scharfrichter, legt ihn auf den Richtblock. Was macht ihr da drin? Spielen! Drei! Es lebe die Republik. Ihr Süßen,
Als Kindermädchen weiß ich eines ganz genau. Wir alle machen uns enorme Gedanken um unsere Umwelt. Also, heute Morgen wollen wir darüber sprechen, wie man Waldbrände verhütet. Verhüten? Warum? Also gut, meine Kinder, es steht mir bis hier. Ich erwarte die Antwort auf eine einfache Frage. Wo ist das Baby? Welcher Teil davon? Guten Tag, Kinderchen. Ich bin Polly, das Püppchen. Was sollen wir denn heute tun? Ich weiß was. Wir werden unsere Zimmer aufräumen. Hallo, Polly. Ich gehe mein Zimmer aufräumen. Und dafür gibst du mir deine unsterbliche Seele. Kinder, das ist Miss Jelinski, euer Kindermädchen. Na, was sagen wir? Hoffentlich fürchten sie sich. Hoffentlich fürchten sie sich maßlos. Sieh sich das einer an. Da sitzt ihr zwei fest in diesem Haus mit einem neuen Baby. Das ist alles andere als leicht, hm? Ja. Also, ich wette, ihr wünscht euch, es wäre alles wie früher und ihr wärt nur zu zweit. Oder ganz allein. Aber Amanda konnte es kaum erwarten. Sie hat von nichts anderem geredet. Sie hat eine völlig neue Garderobe. Und diese kleine Lady? Ach, Wednesday ist gerade in diesem ganz besonderen Alter. Da hat ein Mädchen immer nur das eine im Kopf. Die lieben Jungs? Mord und Totschlag. Achtung! Rettungsschwimmen! Ich weiß ja, dass ihr alle wunderbar schwimmen könnt, aber jetzt müssen wir mal zeigen, was wir können. Dann kriegt jeder eine Urkunde! Wer von euch will denn das erste Lebensrettungspärchen sein? Amanda? Wednesday? Ist das dein Badeanzug? Ist das dein Überbiss? Also eine von euch wird das ertrinkende Opfer spielen und die andere ist dann die hoffentlich erfolgreiche Rettungsschwimmerin. Ich bin bitte das Opfer für dein ganzes Leben. Ich werde einmal Schauspielerin. Brava! Also Amanda, spring rein, schwimm ein bisschen und fang dann an zu ertrinken, ja? Ich kann nicht schwimmen. Freunde? Gruppenkuschel? Ja. Wednesday? Pugsley? Kann denn Kuscheln Sünde sein? Wir kuscheln nie. Ach, Sie sind doch nur schüchtern. Wir sind nicht schüchtern. Wir sind ansteckend. Ich empfinde eine kleine Spannung, Leute. Da. Er ist ein toter Mann. Los! Das ist ein amerikanischer Weißkopfseeadler. Sind Sie denn nicht ausgestorben? Jetzt auf jeden Fall. Mann in der Telefonzelle! Wir wollten das FBI anrufen. Ihr Onkel ist in Gefahr. Wir wollten etwas überprüfen. Ihr kommt zu spät zur Kostümprobe. Ich spiele nicht mit in dem Stück. Du willst nicht, dass meine Vision realisiert wird? Ihre Arbeit ist infantil und unterdramatisiert. Ihnen fehlt jeglicher Sinn für Struktur, Charaktere und die aristotelische Einheitlichkeit. Kleine Lady, es ist möglich, dass deine Art und deine Einstellung mir allmählich mies vorkommen. Habt ihr uns irgendetwas zu sagen, ihr drei Freunde? Ja. Was kann denn das wohl sein? Ich bin nicht lebenslustig. Da hat sie verdammt recht. Ich möchte es aber gerne sein. Ehrlich? Ich will anfangen zu lächeln und zu singen und zu tanzen. Ich möchte Pocahontas in Garys Vision sein. Herzchen, ist dir das auch wirklich, wirklich ernst? Sarah Miller, du bist die wunderschönste Frau, die man je gesehen hat. Dein Haar strahlt wie das Gold der Sonne. Deine Haut ist wie frische Milch und jedermann liebt dich.
Hört auf! Setzt euch! Warte! Was? Wir können das Brot nicht mit euch brechen. Becky, was ist denn jetzt los? Rumsti! Ihr habt das Land, das rechtmäßig uns gehört, gestohlen. Es wird nicht lange dauern und mein Volk wird gezwungen, seinen Wohnmobilen zu wohnen, in Reservaten. Dein Volk wird Kaschmirjacken tragen und Cocktails trinken. Und wir werden Armreifen auf der Straße verkaufen. Ihr spielt dann Golf und genießt eure Hors d'oeuvre. Mein Volk wird Schmerz und Erniedrigung erleiden. Euer Volk spricht durch das Funktelefon. Die Götter meines Stammes haben gesprochen. Sie haben gesagt, ihr solltet den Pilgern misstrauen. Und besonders Sarah Miller. Gary, das ist doch nicht der richtige Text. Und aus eben diesen Gründen habe ich beschlossen, dich zu skalpieren und Feuer in deinem Dorf zu legen.